Hey alle zusammen, willkommen bei Phasmophobia. Ich dachte, ich zeige euch mal den schönen, jo, die schöne Nacht. Und mit dabei ich, der Jay Gatsby. Ich habe hier den Marcel mit dabei. Hallo. Hallo Marcel. Hallo. Hallo. Jo. Das bedeutet, Phasmophobia, wir haben Aufgaben. Geh doch mal bitte ans Whiteboard und lies mal die Aufgaben vor. Bitte jetzt. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Machen Sie ein Foto vom Geist. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader und bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszupusten. Der Geist, heißt heute Donald Williams. Sehr schön, mein neuer Williams. Schön, schön. Übrigens, das heißt ausblasen, nicht auspusten. So. Gut, Moment, Moment, Moment. Halt, 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 halt. Ich muss trotzdem nochmal nachgucken. Foto brauche ich jetzt nicht. Nö. EMF. Ich nehme EMF-Reader mit. Und Ich nehme schwupps. die Audio-Boxen mit. Oh. Ach ja, richtig. Ja. Wir sind ja auf dem Campingplatz. Und da ist Audiobox irgendwie besser. Hast du da jetzt. Wie viel hast du da mit? Ah, gut, Zwei. alles klar. Und zwei sind Sehr unten. gut. Ja. Dann lasse ich die Kamera auch nochmal hier. Und hier Audiosensoren. Eine starke Taschenlampe und dann, so würde ich sagen, positionieren. Ja. Also wir sind hier auf dem Campingplatz, wie man unschwer sehen kann. Und es ist eben halt so, wir sollen ja herausfinden, welcher Geist es ist. Und um das herauszufinden, müssen wir ihn ja lokalisieren. Und dafür nehme ich jetzt erstmal. Hä? Ah ja. Die Audiobox. So, mal gucken, ob ich hier dann das Gebäude, das ist ein Toilettengebäude. Auf Strom angemacht. Jo, sehr gut. Mal schauen. Nächste Audiobox. Die packe ich einfach mal. Ne, das war da hinten blöd. Ne, die setze ich nochmal um. Ungefähr hier. Hier ist besser. Weil die haben einen gewissen Umfang. Oder Radius. Genau, Radius. Moment, wo habe ich das Ding jetzt hier hingesetzt? Ach, da. Da ist es doch. Die haben halt einen gewissen Radius und darin können wir die erkennen. Mal gucken, ob ich sie gut setze oder nicht. So. Ich habe meine gesetzt. Sehr gut. Entrance, ich schätze mal, das bin ich jetzt gerade gewesen. Ja, die sitzen ganz gut. Ja. Meine beiden sind die hier. Einmal hinten Lagerfeuer und einmal der hier vorne am Eingang. Und dann werde ich mir jetzt mal die Kamera schnappen. Und noch ein EMF, das ist unsere Aufgabe. Und mal gucken, ob ich Orbs finde. Was ist ein Orb? Manche Geister haben Orbs. Na, das nehme ich auch mit. Eine Kopfkamera. Halt. Was war denn das? Hast du ein Schloss geöffnet? Achso, zweite Tür geöffnet. So, wollen wir mal hier auf Nachtsicht gehen. Das Zelt öffnen. Und ja, Taschenlampe muss aus, na klar. Und dann schauen wir hier mal hin und her und sehen kein Orb. Komm, mach zu. Und mach zu. So, jetzt können wir das natürlich auf dem Campingplatz haben. Das heißt, dann würde ich es nicht sehen. Also jetzt hier auf den Wegen. Oder nicht so gut. Aber es sollte eigentlich in den Zelten sein. Hoffe ich doch.
Ein Geist! Da ist er. Da ist er. Nein, 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 nein. Oh, hier kann man an den unmöglichsten Stellen auch ein Orb haben, habe ich festgestellt gehabt. Selbst hier irgendwo wäre es möglich. Born to be wise. Du kannst es nicht sein lassen. Du musst da drauf rumklampfen, oder? Mann! Das war der Geist. Jojo. Schön wär's. Die Taschenlampe stört gerade. Die Taschenlampe stört gerade. Achso, du hast Licht eingeschaltet. Nee, ist schon gut, alles klar. Ja, ist besser ohne, genau. Lass kurz aus. So, wollen wir hier reinschauen. Hallo? Hallo? Ich glaube, ich habe gerade ein Zelt gehört. Ja, ich habe eins aufgemacht. Ach so. Okay. Übrigens, ich mache das Zelt auch hinterher wieder zu, für den Fall, dass der Geist eins öffnet. Vielleicht haben wir ja Fingerabdrücke. Oh, schauen hier. Die letzten Male hat er sich eigentlich hier immer rumgetrieben. Mal gucken, ob das dieses Mal Warst wieder so du ist. Hier im Zelt? Jupp. So, hier ist auch keiner. Gefrieratem sehe ich auch nicht. Warst du schon im Roten? Moment, ich hab was gehört. Okay. Du hast die Geisterbox mit, richtig? Nein, ich habe was fallen hören. Oder werfen. Achso. Ja, das könnte natürlich auch ein Hinweis sein. Ich würde sagen, das gelbe und das grüne Zelt hier mache ich jetzt noch. Dann gehen wir mal gucken, was. Wow. Hat hier gerade das Licht geflackert? Ja, hat gerade. Ich weiß aber nicht. Okay. Ja, ich will hier nur das letzte Zelt machen, da komme ich erstmal raus. Okay. Ist ja das, was ich gerade erzählt habe, nur du nicht hören konntest. So, ein Orb sehe ich hier auch nicht. Schade. Es hätte so einfach sein können. Nee, das mache ich jetzt nicht. Fotokamera brauchen wir. Schmutziges Wasser hier vorne in der Toilette, Eingang. Oder? Ah, nee, doch nicht. Nee, das war anders. Aber ich höre ein Radio. Ja, ich auch. Da hatte ich nämlich gar nicht nachgeguckt. Das dürfte aber auch nicht sein. Aber das schmutzige Wasser hörst du? Ja. Okay, hier muss es sein, würde ich sagen. Ja, Gefriertemperatur. Oh, shit. Event, Event, Event. Ja. Tor ist noch offen, war ein Event. Gefriertemperatur haben wir da drin gesehen. Ja, und Fingerabdrücke. Wow, geil. Läuft ja super für uns heute. Super. Spitze. So, ich werde dann gleich mal die Beweise hier ankreuzen. Gefriertemperatur und Fingerabdrücke. Wen haben wir denn? Unsere auserwählten Dämon, Hantu, Jin und Meme könnten es sein. Ja, hervorragend. Läuft Dämon doch. Dämon finde ich jetzt nicht so toll.
Ja, es weist momentan so ein bisschen auf Dämon hin. Also irgendwie ist er schon ganz schön aggro. Nimmst du ein Feuerzeug mit? Ja, gleich bitte. Einen Moment, einen Moment. Ja. Naja, Fingerabdrücke. Gut, können wir hier nicht sehen auf dem Bild. Gut. So, gut. Ich habe jetzt auf jeden Fall immer noch die Kamera. Orb habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich rausgerannt bin beim Event. Schüsse. Kann man nicht so sehen. Die lasse ich aber jetzt mal kurz hier, um das Feuerzeug mitzunehmen. Ja, Habe dann ich? nehme ich noch eine Kerze mit. Ja. Und dann habe ich noch Platz für ein. Nee, habe ich nicht. Und jetzt habe ich noch ein Buch mitgenommen. Also können wir wenigstens das mit der Kerze machen. Dann kann er pusten, pusten. Jo, und EMF habe ich dabei. Gut. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, das Räumchen hier. Ja, denke ich auch. Aber du hättest ruhig den Wasserhahn ausmachen können. Moment. Wo war es? Da. Gut. So, Kerze ist hinter dir oder unter dir? EMF 2. Ja, warte, ich schmeiß dir das Feuerzeug hin, dann mach du mal bitte. Da. Eine Tür. Bist du hier? Oder hier? Wo bist du? Nicht da. Okay, ich hab den Fehler, kleinen Moment. Ja. So. Bist du hier? Okay, reagiert absolut nicht. Moment. Ja. Wo bist du? Ich warte hier einfach mal eine Weile ab. Ho, Nö, müsstest du benutzen. Bei mir macht's gar nicht. ho. Ja. Na gut. EMF bei mir gerade nichts. Nimm du das mal. Da liegt es. Geist, bist du hier? Hallo, Geist. Hey, warst du das? Ja, ich Okay. muss kranken. Na dann, Hauptsache, du hast genug Zeitungspapier dabei. Weil das Zeug hier sieht nicht so toll aus. Geist, bist du hier? Geist, bist du hier? Nice! Aber wir wissen ja, wo er ist. Naja, gut. Fotoapparat hast du? Habe ich im Van. Sehr gut. Geist, bist du hier? Hallo, Geist. Hallo, Geist. Huhu. Wie war der Name dort gleich? Oh, ich werde so Marcel, sterben. danke. Des Geistes. Ich hoffe, ich war mit Dominik, William. Komm mit der Kamera auch einfach mal her, weil die Dusche ist auch gerade angegangen. Donald William. Donald Williams, bist du hier? Oh, oh. Aha. Donald Williams, bist du hier? Alter Schwede. Die Dusche, die Dusche, die Dusche. Die Auf Dusche. Wiedersehen. Warum? Oh. Oh, ciao. Ui. Vielleicht gibt es auch ein Pünktchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, lauf, lauf, Ja, hinter dir. lauf. Oh, 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 oh. Ich versuch's, nein! Verdammt. Verdammt, Axt. Ist da jetzt nicht so schön. Nee, das ist echt nicht schön. Ja.
Oh, Marcel kann mich jetzt nicht mehr hören, also über Funk oder ähnliches, nichts mehr. Ja. Super. Super, klasse. Also ich bin für Dämon. Ich bin für Dämon. Da liege ich rum. Gott, wie sieht das aus? Uiuiui. Ist aber auch fies da. Das kann man so sagen, ja. Gut, dann schauen wir erstmal, was wir haben. Kann ich nicht hier. Ja, so ein Ärger. Ich hoffe, mit 70 greift er mich nicht an. Das wäre besser. Marcel hätte nämlich seine Sachen zugefügt. Für den Fall, dass er stirbt, ist alles weg. Oh, das ist recht nicht. Den nehmen wir im Buch mit. Und ein Dot. Dann können wir auch noch lieb, aber gut. Jo, machen wir es so. Das hilft. Das hilft definitiv. Nee, da war ich nicht richtig. So, da. Witcher-Brett. 3 Sterne. So, was haben wir noch? Dusche hat nichts gebracht. Nur gut, hätte sein können. Toter Körper. Wie? Ich bringe nur 2 Sterne. Kann aber wirklich wahr sein. Ich glaub's ja nicht. Ich bin mehr wert wie 2 Sterne. So, Geisterbox. Er hat reagiert. So. So. Reagiert hat er. Ich konnte das Marcel nicht mehr sagen. Wie es aussieht, könnte die Box sein, die immer noch da rum rauscht. So, ich bin mal dafür. Bei Geister Mimic, ich lese das mal vor. Und der Mimic ist ein schwer fassbarer, mysteriöser Nachahmergeist, der Eigenschaften und Verhaltensweisen anderer Geister, einschließlich anderer Geistertypen, ja, widerspiegelt. Okay, hat er uns wenigstens nicht verarscht. Muss rein. Stärken, wir wissen nicht, wozu dieser Geist fähig ist. Seid vorsichtig. Schwächen, in mehreren Bereichen wurden Geisterkugeln in der Nähe von Mimics gesichtet. Also die Orbs. Die Geisterkugeln. Das wäre möglich. Nur ich habe den nicht so aggressiv in Erinnerung. Obwohl, naja. Warum nicht? Keiner schleppt mich weg. Verdammt. Irgendwie das Gefühl. Vielleicht kann ich ihn ja sehen. Relativ schnell ist er übrigens auch gewesen. Tja. Freundlicher Geist, kann es sein, dass du den anderen Dot hast, irgendwo? Der freundliche Geist antwortet dir mal, so dass du mich hören kannst. Nein, ich habe keinen Dot. Das ist blöd, denn ich sehe den anderen nicht. Der Dot ist auf jeden Fall hier positioniert. Einer. Ja, einer, aber ich wollte den anderen noch haben für weiter hinten drinne. Nee, ich hatte den nicht dabei. Ich habe den Dot nicht mitgenommen. Ich hatte EMF und Feuerzeug, als ich rein bin. Ja, und eine Taschenlampe natürlich. So, hast du vielleicht versehentlich ein zu wenig mitgenommen, obwohl einer reicht doch hin. Nö, ich habe eigentlich definitiv 2. Ja, nee, aber es reicht doch einer hin. Doch gut. Nee, du siehst aber hinten oben nichts. Dann leg den dort weiter rein. Und ich vermute auch, dass es kein Dot ist. Dass du keinen sehen wirst. Was kommt? Weil nach meinen Erkenntnissen dürfte es nämlich noch ein Mimic sein.
Also Fingerabdrücke, die Gefriertemperatur, wenn ich das dort hinzufüge, sind sie alle weg. Ja, versuch's mal mit Geisterbox. Ja, da hatte ich doch den Bug gehabt. Ja, ich hab doch gesagt. Ich hab das Ding doch danach benutzt. Ja, hast du was gehört? Gehört direkt jetzt nicht, aber er hat drauf reagiert. Ja, das X oder das Geistersymbol? Das X. Ansonsten passiert ja gar nichts. Also hat er nicht reagiert. Doch, er hat mich verarscht. Er hat mir bekannt gegeben, dass er nicht da ist. Wichser der. Ja, steh ich auch gleich. Nein, ich habe das jetzt erstmal ausgewählt. Also ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas anderes davon sehen. Na, ich habe noch ein Buch reingelegt. Weil Geister, die gar nicht auf Box reagieren, die reagieren auch wirklich nicht auf Box. Egal, was du anstellst. Weder Kreuz noch irgendwas. Ist so meine Feststellung. Wer was anderes behauptet, ist selber schuld. Also wenn du jetzt noch irgendwas anderes findest an Beweisen, dann wäre es der vierte Beweis für mich. Dann ist erst recht der Mimik. Hier, da, da, in der Dusche. Kurz danach, zack, hat er mich gehabt. Penner. Ernsthaft. Das machst du aber schön. Bück dich. Boah. Boah. Ja, das ist ein ganz lustiger hier. Ich meine, schön wäre es ja auch, wenn es vielleicht doch ein Dämon wäre, weil irgendwie ist er ganz schön hektisch gewesen. Der war echt jetzt so gar nicht langsam. Nö. Das hat aber nichts mit Dämon zu tun. Ein Dämon handelte dich einfach relativ früh. Der Dämon hat mich relativ früh gehuntet, finde ich jetzt relativ früh, obwohl nö, eigentlich nicht. Nö. Was eigentlich, naja, sagen wir es mal so, er ist ziemlich aggressiv gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Was ja meistens dann eher auf den Dämon schließen lässt. Na, ich würde fast sogar sagen, Djinn. Nee. Also, warum nicht? Aber Djinn, warte mal. Djinn oder Andrew, beide können schneller werden. Moment, jetzt muss ich erstmal wieder finden hier. Verdammt, Djinn, da. So, ein Djinn ist ein territorialer Geist, der bei Bedrängnis angreift. Ja, okay. Er ist ebenfalls bekannt dafür, sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Ja, seine Stärken. Ein Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Ich war nah dran. Schwächen dem Ort seinen Strom zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeiten. War im Camp nicht Licht an? Ja. Das war auch noch an, nachdem ich tot bin, oder? Ja. Okay, das hätte ihn. Das hätte ihn aber irgendwie. Das hätte ihn irgendwie hindern müssen, finde ich. Nee, war Strom an. Also ich müsste theoretisch Strom ausmachen. Dann wäre er komplett nutzlos. Hä? Nochmal bitte. Wenn ich jetzt den Strom ausmachen würde, dann wäre er ja komplett nutzlos, weil er kann den Strom ja nicht mehr entziehen. Nein, Moment. Also irgendwie haben wir uns da falsch verstanden, glaube ich. So. Schwächen. Dem Ort seinen Strom zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeiten. Ja, hätten wir ausgeschaltet. Stimmt, ja. Genau, andersrum. Okay. So. So, was hat man noch? Handtuch? Ja, yep, würde ich auch noch sagen. Ja. Ein Handtuch ist ein seltener Geist, der in heißen Klimazonen zu finden ist. Sie sind dafür bekannt, dass sie bei kaltem Wetter häufig angreifen.
Oh gut, okay. Ich schätze mal, das ist kalt. Ich meine, sind ja auch Ja, Gefriertemperaturen. richtig. Jo. Also, seltsam. Naja, okay, Stärken. Bei niedrigen Temperaturen können sich die Handtuch schneller bewegen. Wenn er die einzige Temperatur schon mitbringt, also dann ist das unnötig, das zu schreiben. Naja. Er war auf jeden Fall recht zügig hinter dir her. Ja, ach was, echt jetzt? Hätte ich gar nicht gemerkt. Schwächen. Ein Handtuch bewegt sich in wärmeren Bereichen langsamer. Was hätte ich machen sollen? Eine Heizung hinstellen oder was? Habe ich keinen Thermometer? Das weiß ich nicht. Verdammt, dann hätten wir nämlich gucken können, ob es jetzt wirklich eine kältere Temperatur ist. Aber wenn es 4, 5 Grad wären, wären es ja kalte Temperaturen. Dann hast du aber keinen Gefrieratem. Das ist ja wurscht, es geht um die kältere Temperatur. Es geht höchstens um die Temperatur außerhalb des Bereiches, weil wenn die da Meine kalt ich ist ja. und nicht warm, ja, Dann dann musst du könnte das auch so es. erklären. Ich wäre jetzt nicht in den Raum da reingegangen, sondern generell hätte ich mir die Karte angeguckt von der Temperatur. Aber geht nicht, weil irgendwie die Dinger fehlen. Oh, wie schade. So. Oh, wie schade. Ah, ich kann hier auch nichts drauf lesen, verdammt. Machen Sie ein Bild vom Foto vom Geist. Von wem auch sonst? Doch lesen. Ein Foto von dir steht da bestimmt nicht am Whiteboard dran, nö. Bin ich mir sicher. Oh. Ach so. Ja, das sehe ich ja jetzt. Auf Nachtsicht würde ich es nicht sehen. Ja. Mach dir mal nützlich und geh mal gucken, ob ein Buch geschrieben wurde. Mach dich gleich nützlich. Er Gibt's doch wohl kommt nicht, wirklich frecher hoch. Sack. Oh. Mann, 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 es ist so schwer, gutes Personal zu finden. Echt schlimm, schlimm, schlimm. Wo ist denn das Buch? Wo ist das Buch schon wieder hingeschmissen? Ach da. Nope. Nix so. Buch. Ich kann dir das nicht sagen, weil ich habe keine. Ge irgendwie ist hier momentan tote Hose. Stimmt, es war ja Gefriertemperatur. Ich bin Orb. Ehrlich? Ja, ich habe da gerade einen Orb gesehen. Ja, da ist ein Orb. Okay. Ja, schade, kann ich nicht sehen. So, und zu welchem Schluss bist du jetzt hier gekommen? Ja, es lag nahe. Es lag nahe. So, ausgewählt habe ich. Also, Abfahrt. Hey, Penner. Fährt ohne mich los. Da fährt er doch einfach ohne mich los. Ich glaub's ja nicht. Böser Bube, böser Bube. Mimik, ich hab's. Ich hab doch vorher noch gesagt, es ist ein Mimik. Ja, und es gab keinen Beweis dafür, außer wenn wir jetzt noch einen Beweis gefunden hätten. Leute, ich hab euch gesagt, oder ich hab's euch sogar gezeigt, Mimik. Naja. Okay. Es Ich bin war ja aber eh kein tot Beweis und da. krieg auch doch. Siehst du doch, dass ein Beweis war. So. Ja, Also das waren aber Gesamt. drei Beweise nur. Psst, Ruhe, Ruhe, bitte. So, Gesamtplus oder beziehungsweise Malschwierigkeitslevel 20. Ich bin eh tot, ich hätte eh kaum was gekriegt. Wie sieht's aus bei dir? Was hast du gekriegt? 80. Ha! Schade, schade. Hätte ich doch weiter Mimik gesagt. Naja, egal. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.